Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. So, wir verlassen erstmal hier den Laden. Gut. Was kann ich tun? Ich würde wirklich gern dorthin gehen und Relis persönlich treffen, Talisa. Es bereitet doch nicht so viele Umstände, zumindest einmal mit ihr zu sprechen. Tut es für Quell, wenn ihr es für sonst niemanden tut. Ja, das haben wir ja auch vor, Area. Also das ist Quails Quest, die wir gekriegt haben. Das Erste, was ich jetzt aber mal machen will, nachdem wir die Promenade verlassen haben, ist zurück in die Slums, in die Kanalisation zu gehen. Weil ich habe noch mal nachgeguckt, sage ich einfach mal, und ja, die Sachen müssten wir in der Kanalisation finden, alle. Was immer ihr wünscht. Für die eine Quest mit dem Rätsel. Da können wir nämlich das abschließen. Ihr müsst. Ich wusste nämlich noch ungefähr, dass die Sachen alle in der Kanalisation waren. Ich war mir jetzt noch nicht ganz sicher. Und ich wusste auf jeden Fall, für eine dieser Sachen mussten wir den Aaskriecher umbringen, der uns nicht angreift, der Freund von dem Eremiten ist. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr... So, mal sehen, ob es hier unten Respawn gab. Natürlich. Sieht aber bis jetzt nicht so danach aus. Und ja, das Erste... Das ist, was ihr wollt. Keldorn, habt ihr einen Augenblick Zeit? Natürlich, Eri. Was gibt es? Ich, Quell, hat mich gelehrt, Klerikerin zu sein, aber ich weiß so wenig von der Welt. Er hat mich die Anbetung von Befran Wildwanderer, dem Gott der Gnome, gelehrt. Befran Wildwanderer, das maskierte Blatt der Waldgnome. Ich hörte von ihm, weiß aber nur wenig. Ich habe meine Studien so sehr dem menschlichen Pantheon gewidmet, fürchte ich. Ich erinnere mich an eine Hand von Elfengötter, aber... Oh, das ist schon so lange her und da stehe ich nun. Wenn man nach meinem Glauben geht, bin ich weder Elfe noch Mensch noch Gnome, sondern ein wilder Mischmasch von all dem. Ist es falsch, Keldorn? Falsch? Nein. In gewisser Weise seid ihr das Ideal. Ihr habt euch der Kirche verschrieben, in all ihren Ausprägungen und in dieser reinsten Form, eurem eigenen Herzen. Mein Herz? Wir alle neigen dazu, die Gesamtheit der Götter zu teilen, indem wir die Gottheit ehren, die am leichtesten zu beschwichtigen sind oder den größten Einfluss auf uns üben. Und den Rest vergessen wir nur allzu leicht. Euer Leben war nicht einfach, Harry, aber es hat euch viel gelehrt auf seine eigene Art. Oh, ich danke euch, Keldorn. Eines Tages müsst ihr mir all diese Dinge beibringen, von denen ihr sagt, dass ihr sie gelernt habt. Oder ihr mir, Harry. Oder ihr mir. Ja, Keldorn ist dafür, dass er ein bisschen verkrampft war. Mittlerweile, nachdem wir das mit seiner Familie gelöst haben, ist es ja besser geworden. Doch ein ziemlich gutmütiger und weiser Mensch. Ist ja auch ein Paladin. Mit wie viel Weisheit? 16 Weisheit. Gut. Aber jetzt erstmal hier das Funkeln. Hinter den Gittern befindet sich ein Becken. Das Wasser ist dunkel und schleimig. Ihr könnt hineingreifen, wenn ihr wollt. Jo. Ihr kniet auf dem Gitter und greift in das Becken. Ihr findet etwas mit euren tastenden Fingern. Aber während ihr es gerade herausziehen wollt, werdet ihr von etwas in die Hand gebissen. Ihr beißt die Zähne zusammen und zieht eine alte, verschrumpelte Hand aus dem Becken. Jo. Hand. Das ist eine abgetrennte Hand, die ihr in den Abwasserkanälen gefunden habt. Obwohl es hier unten sehr feucht ist, ist das Fleisch nicht verrottet. Ich war keine große Herausforderung. Ja, das ist nämlich die Hand, die wir brauchen. Jetzt müsste ich mich halt nur daran erinnern, welches Rohr was mit was beschrieben war. Genau, und hier sind die beiden aneinander geklebten Skelette.
Die zwei Skelette liegen eng umschlungen in einer ewigen Umarmung gefangen. Eines der beiden Skelette ist etwas kleiner als das andere. An einem seiner knöchigen Finger trägt es einen Goldring. Ihr könnt ihn abziehen, wenn ihr wollt. Ihr zieht dem Skelett den Ring vor dem Finger. Der Ring kitzelt in eurer Hand. Offensichtlich handelt es sich um einen ganz besonderen Ring. Jo. Ring der Liebenden. Das ist ein Ring, den ihr von den Überresten zwei Skelette habt, die eng umschlungen beieinander lagen. Der Ring war auf dem Finger eines weiblichen Skeletts. Fragt, was möchtet ihr? Ich glaube, es war zuerst die Hand, dann der Ring, dann das Blut und zuletzt, das hier war auf jeden Fall der Stab, den Yahira bei sich trägt. Gerade. Ich warte. Erzählt mir mehr davon. So, das heißt, es fehlt nur noch das Blut und dafür müssen wir den Aaskriecher töten. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, keine große Herausforderung. Ja. Was könnt ihr mir von diesem Ring erzählen? Es ist nicht an erster Stelle und gehört auch nicht in die dritte Röhre. Ja, der Ring ist also die zweite Röhre, weil die vierte Röhre ist definitiv der Stab, das haben wir schon rausgefunden. Wann soll ich die Hand verwenden? Es war Wallas Hand, die den einen in die Tiefen hinabgestoßen hat. Sein Leid ist von erstrangiger Bedeutung. Im Moment habe ich keine Frage, okay. Fragt nur. Das heißt, wir müssen dich jetzt töten. Jawohl, wie ihr wünscht. Und kriegen Blut von Qualos Freund. Genau. Das ist ein Fläschchen Blut, das von Qualos Haus, dem Aaskriecher, stammt. Irgendwie fühlt ihr euch schuldig, dass ihr den einzig wahren Freund von Qualo getötet habt. Ja. Ja. Was ist mit dem Blut eines wahren Freundes, das in diesem Rätsel erwähnt wird? In Qualos Gesichtszügen kann man kurzes, schmerzhaftes Bedauern erkennen und dann wendet er den Blick ab. Okay. Wir haben alle Teile. Ja. Wenn ihr es wollt. Das heißt, wir brauchen erst hier. Au. Nein, das war falsch. War es dann in der zweiten? Nein. Okay, dann war es die dritte. Ja. Ihr passiert die abgetrennte Hand in der Röhre und die Finger ballen sich zur Faust. Gut. Da müsst ihr jetzt das hier sein. Ja, ihr platziert den Ring in der Röhre. Also hier war die Hand drin, nicht in der ersten. Eine Frage, Keldorn. Gibt es für gute Ritter je einen Grund, an einem Lagerfeuer derbe Lieder zu singen und Zoten zu erzählen? Oder ist Verdrießlichkeit eine nicht zu widerlegende Glaubenslehre des Ordens? Yoshibo, was soll das? Es gibt unzählige Bücher in unseren heiligen Bibliotheken, deren Ränder von gelangweilten und verträumten Schreiberlingen mit gotteslästerlichem Geschreibsel verschmiert wurden. Aha. Als kleiner Junge sang ich immer ein Lied, mit dem ich meine Brüder zum Lachen brachte. Wie hieß das noch gleich? Ihr werdet das jetzt nicht ernsthaft singen, oder? Ich kannte ein Mädel aus einer fernen Welt, jenseits der flachen Lande. Ich musste gehen, um sie zu sehen, die Wüste durchqueren, die heißen Sande. Nicht achten die Zeit, nicht achten die Zeit. Oh, wie ging noch die zweite Strophe? Das ist so lange her. Ich bin überrascht, dass ich mich noch an so viel erinnern kann. Gar lange Zeit versuchte ich es, doch gab es nur Verdruss. Bei dem Versuch, die Lust zu stillen, der wilden Succubus. Ist es das? Ja, ja, woher wusstet ihr? Nun, ich habe selbst ein paar theologische Studien betrieben, bevor ich mich mit Talisa traf. Am Rande. Oh ja, ich hoffe, dieser Vers bleibt nicht der Nachwelt erhalten. Hä, ihr könnt stolz sein auf euch, Yoshimo. Ihr habt einen alten Ritter erröten lassen.
Und jetzt seht zu, dass ihr weiterkommt, Schuft, sonst lasse ich euch vor den Göttern in einen Kürbis verwandeln oder sowas ähnliches. Okay. Da kommt der Stab rein, das heißt, da kommt das Blut rein. Ihr gießt das Blut von Qualas Freund im Aaskrieg in die Röhre und das Wasser verfärbt sich rot. Und letztes. Ihr platziert den Stecken in der Röhre. Okay. Ihr platziert den Stecken in der Röhre. Das Wasser nimmt kurz eine grüne Farbe an. Ein seltsamer Lichtaugen umspielt alle Röhren. Aus dem dreckigen Wasser erhebt sich ein Schwert. Und schwebt vor euren Augen. Ihr greift den Heft des Schwertes und ein Schrei hallt durch die Abwasserkanäle. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Die Gruppe hat viel Erfahrung gesammelt. Und Tagebucheintrag. Wahrscheinlich das Rätsel in den Abwasserkanälen abgeschlossen, oder? Ja. Ich habe Qualas Rätsel in den Abwasserkanälen gelöst und ein seltsames Schwert erhalten, das schon seit einiger Zeit durch magische Mittel hier unten bewahrt wurde. Ja, zweihändiges Schwert. Können wir nicht identifizieren, weil wir gerade keinen Identifizierenzauber haben. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, Qualas, kannst du uns was zu dem Schwert sagen? Wenn der Talisa natürlich es mal irgendwann schafft, hier anzukommen. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja? Wer seid ihr? Was ist mit mir geschehen? Erkennt ihr mich nicht? Was ist hier... Wir haben uns schon unterhalten. Ich erinnere mich nur schwach. Nicht ich habe mit euch gesprochen. Es war das Ding, die Person. Ach, ich weiß nicht. Das, was mich getrieben hat, dieses Ding eben, hat mit euch gesprochen. Jemand hat euch bezaubert oder beherrscht? Ich denke nicht, dass es menschlich war. Sein Bewusstsein war zu fremdartig. Ich kann mich nicht erinnern. Ihr Götter, wie lange bin ich hier gewesen? Was ist inzwischen mit meiner Familie geschehen? Wie tragisch, in solch einem Zustand gefangen gehalten zu werden. Und wodurch? Durch die Präsenz im Schwert? Das macht doch keinen Sinn. Zumindest ist er nun frei. Was für ein armer Mann. Gut, sein Aaskriegerfreund hat er auch vergessen. Ja, keine große Herausforderung. Harry? Nimm mal ein zweites Identifizieren rein und ich glaube, ich werde irgendwann mal bei Gelegenheit die Identifikationsbrille kaufen. Dass wir nicht dauernd die Zauber umswitchen müssen, sondern dreimal am Tag einfach identifizieren können für die 2000 Goldmünzen, was das Teil kostet. Werde ich wahrscheinlich jetzt gleich machen, sobald wir hier einmal gerastet haben. Hätte Yahira mehr Lebenspunkte, würde ich sie in die Frontreihe stecken. Aber da sind Minsk bzw. Keldor besser aufgehoben. Was möchtet ihr? Wir haben ihr jetzt auf jeden Fall eine ziemlich gute Waffe gegeben. Eine ETW-2, also eine Plus-2-Waffe eigentlich. Ich hoffe mal auch, dass sie als sowas zählt. So, Anomen steht immer noch darum und wartet darauf, dass jemand reinkommt und ihm beim Kampf für das Gute hilft. Ich warte, erzählt mir mehr. Bei mir ist das Bier billig. Okay. Rasten wir einmal als Händler. So. Der Lederwams ist jetzt interessant. Beschlagener Lederwams +2 ist schon mal nicht schlecht. Und das Schwert. Lilarkor. Lawrence Lilarkor war wohl bekannt, doch nicht für seine Tapferkeit, sondern dafür, dass er ein völliger Idiot war. Die Geschichte besagt, dass der Aufschneider auf das Drängen seiner Freunde hin sein Dorf verließ. Er, der große Held, sollte gegen einen hinterhältigen und verschlagenen Baumhirten kämpfen.
Es war tiefster Winter und er wanderte zahlreiche Tage durch den Wald, bis er schon halb im Fieber endlich sein Opfer gefunden hatte und es zu einem Ringkampf von epischem Ausmaß herausforderte. Dummerweise, vielleicht sollte man auch glücklicherweise sagen, war der Baumhirte nur eine ganz normale knorrige Eiche. Seine Freunde hatten ihn nämlich nur auf den Arm genommen und gar nicht mit der Möglichkeit gerechnet, dass er wirklich ausziehen könnte, um den angeblich gefährlichen Baum zu bekämpfen. Hier konnte unsere Geschichte enden. Dummerweise wusste Lilacour eigentlich nicht, was ein Baumhirte ist. Er erkannte daher die Wahrheit nicht. Irgendwann gelang es ihm schließlich, den Baum zu entwurzeln. Mit vor Stolz geschwellter Brust kam er ins Dorf zurück und ernannte sich selbst zum Helden. Auf diesem Weg machte er sich in großem Maßstab zum völligen Idioten. Im Verlauf der Zeit fand der Name Lilacour in zahlreichen Geschichten Einzug und bezeichnete immer einen Dummen, der irgendwie hereingelegt wurde und die ganze Angelegenheit dann, sagen wir mal, nicht auf die klügste mögliche Art löste. Ob es sich bei dieser magischen Wache tatsächlich um Lilacour persönlich handelt, der vielleicht durch einen bösen Magier oder einen dummen Streich des Schicksals in diese Gestalt gebannt wurde, kann man nicht sagen. Aber die Waffe macht ihrem Namensgeber alle Ehre. Falls diese Waffe tatsächlich Lilacour ist, klagt er zumindest nicht über seine magische Gefangenschaft. Vielleicht ist ihm noch nicht aufgefallen, dass er nicht mehr menschlich ist. Vielleicht kümmert es ihn auch nicht. Als Waffe ist Lilacour gar nicht mal so übel, aber die meisten Krieger stehen es nervlich nicht durch, sie lange zu führen. Ständige Aussagen der Waffe wie Auwei, das muss aber wehgetan haben. Juche, meine Güte, bin ich gut und hütet euch vor meinem scharfen Biss. Denn der könnte wirklich wehtun oder so ähnlich, sehen natürlich an den Nerven jedes Kriegers, der diese Waffe führt.